Das scheint ja nicht so schwierig diesmal. So, und warum nicht? Der Kerl muss da drüben in der Siedlung wohnen. Wer sagt das? Der junge Bursche da. Ich bin sofort rein in die Siedlung, alles abgefahren, aber der Mann war wie vom Erdboden verschluckt. Hm. Chef? Ja? Der junge Mann hier meint, der Täter müsste da in die Siedlung gehören. Rausgekommen sei er jedenfalls nicht wieder. Kann er ja gar nicht. Was sagst du, Hannelore? Der ist in einem von den Häusern da verschwunden und jedenfalls nicht wieder rausgekommen. Na, ich hätte das doch sehen müssen. Ist doch ganz frei da hinten. Sauerei, was? Wenn ich so einen Kerl mal in die Finger kriege. Ein hübsches Mädchen und ganz jung. Was machen wir denn damit, Chef? Womit? Mit den Pilzen. Steinpilze. Dass sowas hier wächst. Kriminalpolizei, nicht wahr? Ja, mein Name ist Grabert. Vollmer. Herr Vollmer, wie lange sind Sie im Haus? Ich bin gerade von der Schule gekommen. Ich habe schon gehört, was passiert ist. Ja, ich meine, seit wann sind Sie im Haus? Ja, wie lange ist es her? Halbe Stunde, Viertel? Um 3 bist du gekommen. Kann ich mal Ihre Schuhe sehen? Schuhe? Ja, die habe ich gerade ausgezogen. Na, dann holen Sie sie mal. Billy, komm mal her! Was ist denn los? Na komm schon, Polizei! Wieso Polizei? Von mir können die doch nichts wollen! Na hoffentlich! Was heißt hier na hoffentlich? Lassen das mal rauskommen, was er will! Was wollen Sie denn eigentlich? Wo waren Sie... Wie, wo ich war? Lassen Sie mich doch erst mal ausreden. Wo waren Sie vor ungefähr einer Stunde, so gegen 3? Um 3? Um 3? Da war er hier, in der Küche hat er gesessen. Ist sonst noch jemand hier im Haus? Hol mal Schorsch. Ach, Schorsch, komm mal runter. Geh rauf und weck ihn. Der schläft nämlich noch, der arbeitet nachts. Wen suchen Sie denn eigentlich? Danke. Die sind ja geputzt. Ja, natürlich. Ich putze immer meine Schuhe, wenn ich nach Hause komme. Ich denke, Sie haben geschlafen. Nein, ich habe nicht geschlafen. Haben Sie nicht gehört, dass nach Ihnen gerufen wurde? Muss ich gleich laufen? Wissen Sie, ich bin Kellner. Ich würde andauernd gerufen und muss flitzen. Hier muss ich nicht. Sie haben ein Zimmer da oben. Ja? Was haben Sie denn gemacht, wenn Sie nicht geschlafen haben? Ich lese gern, wissen Sie? Achso, das sieht man gleich. Ja, jetzt muss ich Sie auch fragen, wo waren Sie gegen 3? In meinem Zimmer oben. Warum sagst du nicht, wenn du wach bist? Ach, ich wollte keinen Kaffee, ich wollte nichts essen. Natürlich, nur wieder gesoffen und geraucht und nichts im Magen. Lass mich in Ruhe, Mama. Was ist denn überhaupt los? Mörder suchen sie. Im Wald hat einer eine Frau umgebracht. Und hier ist er verschwunden. Hier in der Straße. Von hier soll er sein. Ich weiß nicht. Wollten Sie das fragen? Ja, nicht direkt. Es würde mir schon helfen, wenn Sie mir sagen könnten, wo Sie um 3 Uhr waren. Na, oben war er. Stimmt das? Ja. Einer von den beiden da? Schwer zu sagen. Er war zu weit weg. Was meinst du, Hannelore? Ja, der könnte es sein. Ja, aber so geht's ja nicht. Sie müssten schon genau sagen können, der ist es. Können Sie das? Nein. Vollmer, Nummer 16. Vollmer. Ach so, ich brauche ja noch die Schuhe. Kann ich mal die Schuhe sehen? Wieso Schuhe? Darf ich mal reinkommen? Guten Tag. Guten Tag. Kriminalpolizei, wie viele Leute wohnen hier im Haus? Wieso, wie viele? Ich. Sonst niemand? Sonst niemand. Meine beiden Kinder. Und noch eine Familie, aber die ist in Urlaub. Ist jemand zu Besuch? Nein. Sagen Sie, ist das Haus offen? Könnte sich da jemand versteckt haben? Versteckt? Also, die sind von Hausmann, Nummer 19. Na, Herr Vollmer, was sagen Sie dazu? Ein Mörder wird gesucht. Bei uns. Tja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Weil er hier in der Straße verschwunden ist. Komm. Geht da nicht rum. Geht rein. Schnell. Waren Sie die ganze Zeit über im Haus? Ja. Ich bin Lektor, wissen Sie. Ich arbeite für einen Verlag. Ich lese, schreibe. Können Sie von Ihrem Zimmer aus zum Wald rüber sehen? Ja, kann ich. Aber ich habe nichts gesehen. Was ist denn los? Guten Tag, Kriminalpolizei. Entschuldigen Sie die Störung. Ist was passiert? Ja. Wir suchen einen Mann, der da drüben im Wald eine Frau umgebracht hat. Und wie kann ich Ihnen helfen? Der Täter ist in dieser Straße verschwunden, in einem dieser Häuser hier. Aha. Wohnen Sie allein?
Oder ist außer Ihnen noch jemand in diesem Haus? Ich habe mein Büro hier, sonst ist niemand hier. Jedenfalls niemand, der in Frage kommt. Hier verschwunden? Ja. Und eine Frau umgebracht? Ja. Darauf habe ich schon lange gewartet. Wie bitte? Na, nach dem, was sich hier im Wald so rumtreibt. Sagen Sie, woher haben Sie so dreckige Schuhe? Vom Garten. Darf ich fragen, was Sie da gemacht haben? Kaninchen gefüttert. Wollen Sie sie sehen? Was für ein Büro haben Sie eigentlich? Ein Steuerbüro. Die kann es natürlich auch gewesen sein. Warum? Weil sie Rosen anhat? Hallo, Sie da! Hey, Sie! Hören Sie doch mal zu! Was macht ihr denn mit ihm? Lassen Sie ihn los! Sie glauben doch nicht im Ernst, dass mein Bruder was mit dem Mord zu tun hat! Warum denn nicht? Halten Sie sich doch da raus! Was geht denn Sie das an? Na, hören Sie mal, Sie sind ja gut, was mich das angeht. Da hat einer eine Frau umgebracht. Und hier aus der Straße soll er sein, der Kerl, der das getan hat. Und Ernie soll das getan haben? So harmlos ist er doch gar nicht. Und die Sache neulich mit dem Kind? Hören Sie nicht auf diese Frau. Fragen Sie doch mal, was mit Ihrem Sohn ist. Vorbestraft ist der. Lass doch, Mama. Was soll ich lassen? Hörst du nicht, was die sagt? Hörst du nicht, was ich sage? Jetzt geht er. Warum nicht der? Hab keine Angst, Ernie. Warum bist du bloß weggelaufen? Er läuft nur weg, wenn er Angst hat. Komm, Ernie. Hol deinen Ball. Ja? Geh. Wohnen Sie da hinten? Ja, und ich war die ganze Zeit im Haus und Ernie war im Garten. Ich habe es immer gehört, den Ball, wenn er gegen die Wand schlägt. Ja. Er war die ganze Zeit da. Ach, hören Sie doch gar nicht auf die. Die tut doch alles für ihren Bruder. Alles. Aber fragen Sie doch mal, was neulich war mit dem Kind. Fragen Sie sie doch mal! Ach, sie meint das mit dem Baggersee, die Geschichte. Ja, was war denn da? Ach, ein Kind, ein Mädchen, 7 Jahre alt. Und Ernie hat sie ins Wasser geschubst. Er dachte, sie kann schwimmen. Er wirft seine Bälle ins Wasser, weil sie schwimmen. Er denkt, alles kann schwimmen. Ja. Reingestoßen hat er sie. Einfach reingestoßen. Ach, ein Tier ist ja das doch. Einfach ein Tier. Sowas darf doch nicht frei rumlaufen. Sowas gehört doch in der Anstalt. Das ist doch eine Schande, dass sowas hier auf der Straße rumläuft und die Leute belästigt. Ich hab's gerade gehört von meiner Frau. Das ist ja ein Ding. Die suchen ihn hier bei uns? Was meinen Sie, was hier los ist? Abgeriegelt haben sie alles. Man kommt sich vor wie ein Verbrecher. Nehmen wir einfach die Schuhe weg. Jetzt sind Sie bei Vollmer drin. Warum denn ausgerechnet bei dem? Was hat denn der damit zu tun? Warum soll denn ein Lehrer weniger in Frage kommen als unser einer? 3:10, halb drei. Halb zwei bin ich weg. Turnstunde war vorbei und dann bin ich los. Zu Fuß? Ja, ich gehe gern zu Fuß. Ich liebe das, weil es gesund ist. Naja, ich brauche eine Stunde. Das macht mir nichts aus. Und Sie sind über die Landstraße gekommen? Ja, habe ich ja schon gesagt. Was niemand bestätigen kann. Ach, bestätigen? Meine Frau? Du hast mich doch sicher gesehen. Vom Küchenfenster aus. Hm? Ich? Nein. Ja, aber du warst doch in der Küche. Da musst du mich doch gesehen haben. Ich habe nicht rausgeguckt. Nicht rausgeguckt? Nein. Ja, aber ich habe sie doch am Fenster gesehen. Das tut mir leid. Na ja, das ist ja nicht so wichtig. Ungewohnt, was? Was? Ja, Sie tragen doch sonst eine Brille. Ja, die habe ich im Moment verlegt. Auch würden Sie sie holen? Ja, natürlich. Das ist doch Ihre Lesebrille, ne? Tja. Sagen Sie mal, was fragen Sie mich eigentlich andauernd nach meiner Brille? Die habe ich nicht, die habe ich irgendwo liegen lassen. Ja, aber Sie könnten sie auch verloren haben. Beim Laufen, beim über die Zäune klettern oder beim über die Gräben springen. Ich bin doch über die Landstraße gekommen. Meine Frau hat mich gesehen. Warum sagst du nicht, dass du mich gesehen hast? Du hast mich doch gesehen! Vom Küchenfenster aus! Du zuckst doch nicht mit den Schultern, Helga! Warum sagst du es denn nicht? Helga! Weil ich dich nicht gesehen habe, deshalb! Ach, deshalb? Hör mal zu. Hörspiele und Co. Retrozeit. Die lassen sich aber Zeit. Wird schon was faul sein, wenn es so lange dauert. Ich hab ja gleich gesagt, der Vollmer. Warum kommen denn die nicht raus von dem da? Vielleicht war der das, Hannelore. Doch, hör doch auf. Na, wissen Sie was, ich müsste den bloß mal laufen sehen. So vor mir her, über eine Wiese. Ich könnte dann bestimmt sagen, der war's. Na, mit solchen Äußerungen würde ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde das sehen. Glaube ich.
Hören Sie. Ja? Ich wohne auch hier. Hier in der Straße. Aha. Ich will nur mal fragen, ist das wirklich so? Der Kerl muss hier sein, hier in der Straße. Ja, ja, da gibt's gar keine andere Möglichkeit. Na, das ist ja ein Ding. Kommt man nach Hause und hört sowas plötzlich. Von nichts eine Ahnung und dann sowas. In welchem Hause wohnen Sie denn? Da unten, Nummer 9. Ja, schau doch mal nach. Kadun? Ja, so heiße ich. Da war niemand zu Hause. Mhm. Meine Frau hat mich von der Bahn abgeholt. Ich bin gerade von München gekommen. Aber verstehen Sie doch, was das für uns heißt. Ja, ja, ich verstehe das sehr gut. Ja, wie steht die Sache denn nun? Oh, wir kriegen den Kerl schon. Ich habe ihn nämlich gesehen. Sie? Ja. Wie er vor mir herlief, durch den Wald und dann über die Wiese. Er war ungefähr so groß wie Sie. Ja, wenn Sie einen Mantel anhätten, dann würde ich sagen, fast so wie Sie. Wollen Sie nicht mal aufhören, andauernd zu sagen, so wie Sie? Entschuldigung. Ewald, lass doch. Lass mich doch. Ich muss ihm doch sagen, was ich weiß. Sie meinen, es muss also ein Anwohner sein? Ja, so wie es aussieht, ja. Aus dieser Straße hier vielleicht noch? Anscheinend. Warum sagen Sie anscheinend, ja oder nein? Ja, sehen Sie, das sind unsere einzigen beiden Zeugen und die haben jetzt gesagt, es war hier. Hier in dieser Straße ist der Mann verschwunden. Ja, und rausgekommen ist er nicht wieder. Das kannst du doch gar nicht wissen. Wieso, hast du jemanden rauskommen sehen? Nein. Na also. Tja. So, darf ich mal durch, bitte? Wem gehört das Haus da drüben? Uns. Hausmann. Dann darf ich mal bitten, ja? Ich weiß nicht, was für einen Eindruck die Polizei von dir hat. Das weiß sie jedenfalls nicht, dass du eine Frau schlägst. Soll ich rausgehen? Soll ich Ihnen sagen, mein Mann schlägt mich? Er ist nett. Alle Leute sagen, ein netter Mann, dieser Vollmer. Denn keiner weiß, dass dieser Mann imstande ist, eine Frau zu schlagen. Und wer sie schlägt, kann sie auch umbringen. Was können Sie denn von denen wollen? Das wundert Sie? Nur kein Neid, wir kommen alle dran. Wieso, wieso? Was ist denn nun mit Vollmer? Das ist doch einer von den Männern, die hier gewesen sind. Das sind doch nur ein paar. Und einer davon ist Vollmer. In der Küche fanden wir Pilze, Steinpilze, die Vollmer auf Befragen zugab, im Wald gepflückt zu haben. Was? 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 Hast du das gehört, Hannelore? Ja, Ewald, aber ich muss jetzt nach Hause. Die will nach Hause. Mensch, du wirst doch gebraucht hier. Wir beide, wir haben das doch alles gesehen. Und du willst nach Hause. Typisch. Ja, ist er. Vorbestraft. Na und? Ist ein Jahr her. Und seitdem hat er nichts mehr getan. Überhaupt nichts mehr. Was war's denn? Diebstahl. Weiter nichts? Na, reicht Ihnen das nicht? Na kommen Sie, ich muss ja sonst noch nachfragen. Was war's denn noch? Eine Körperverletzung. Und? Er rauft eben gerne. Wollen Sie sich nicht setzen? Was ist denn mit Frauen? Was war denn das? Frauen? Ist doch ein junger Mann, ist ganz normal. Natürlich hat er was mit Frauen. Andauernd hat er was mit Frauen. Viel zu viel. Also wenn Sie mich fragen, der muss nicht in den Wald gehen, wenn er sich ein Vergnügen leisten will. Komm, komm, Mutter. Was sagst du, komm, komm? Mit komm, komm ist hier nichts getan, weil es ein Mord ist, Willi. Also ich habe so das Gefühl, irgendwas ist da noch. Was ist denn da noch? Gar nichts. Bloß weil er meine Frau belästigt haben soll. Ach so ist das. Sie sind einschlägig vorbestraft. Einschlägig? Ich habe niemanden umgebracht. Ach, und die Frau, die war ja nicht ganz bei Trost war die. Erst macht sie so einem jungen Kerl Avancen. Und der geht natürlich los. Und wie es denn so weit war, dann sagt sie plötzlich, sie will nicht. Na und nun sagen sie, ihr hätte angefasst und am Hals gehabt und alles Mögliche. Die stürzen aus dem jungen Kerl ins Unglück, diese Weibsstücke. Ist in Ordnung, Mama. Ich war's denn. Ich war ja nicht im Wald. Nein, natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich mich so aufreg. Wir haben ja hier gesessen. Ja, wo? Ja, da und da. Ja, was haben Sie gemacht? Wie gemacht? Ja, Sie werden ja irgendwas gemacht haben, ne? Ach so, ja. Hier habe ich gesessen und Gemüse geputzt und er hat Zeitung gelesen. Ein Haus, in dem viel gelesen wird. Haben Sie auch die Zeitung gelesen? Nein, ich habe gelernt. Ich lerne Französisch. Wenn Sie gestatten. Willst du jetzt was essen? Nur Kaffee. Ja, kriegst einen Kaffee. Haben Sie den Mörder noch nicht? Nein. Was sind Sie gleich vom Beruf? Ach ja, Kellner. Oberkellner. Und wo arbeiten Sie? In der Bahamas Bar. In einem Nachtclub also? Ja. Hä? Haben Sie es rausgekriegt? Was, was, was? Dass die schon mal eine Frau angezeigt hat. Ja, haben sie. Nein. Aber er war es nicht. Umbringen tut er Frauen nicht. Weil er zu feige ist. Warst du mal Feuer? Er wollte dein Scheißfeuer selber. Verprügeln ja. Aber mehr auch nicht. Er ist einfach. Oh, danke. Einfach zu feige dazu. Ja, da hast du ganz recht. Da hat er recht.
Du gibst ihm auch noch recht? Das ist doch gut für dich. Ach, jetzt reicht's mir aber wirklich. Ein feiger Schwein, mehr auch nicht. Ach, komm her. Auseinander! Nein, auseinander! Du Löwest! Ach, auseinander! Ach Gott, so sind sie nun. So waren sie immer von klein auf. Was mir nicht doch her. Wie Hund und Katze sind sie. Vielleicht warst du's. Sie waren nicht oben. Nein, Herr Kommissar. Es ist mir nicht recht, dass das herauskommt. Ich wollte mir Schwierigkeiten ersparen, was Sie verstehen würden. Wo waren Sie dann? Ach, ich bin ein bisschen rumgegangen. Draußen. Draußen? Waren Sie im Wald? Nein, nein, ich hasse Wilder. Ich bin nicht der Typ für Waldspaziergänge. Wo sind Sie denn rumgegangen? Im Garten war er. Ich habe ihn durchs Küchenfenster gesehen, das kann ich beschwören. Na komm, schwör keinen Meineid, Mutter. Bist du verrückt? Einer muss es doch sein. Ich würde Ihnen vorschlagen, lieber Kadun, Sie warten es ab. Die Polizei nimmt sich ja einen nach dem anderen vor. So tüchtig sehen die nicht aus. Was kriegen Sie denn raus? Haben Sie was rausgekriegt? Ich wette, Sie kriegen nichts raus. Das würde ich nicht sagen. Der aus dem Haus da, der kommt nämlich schon in Frage. Der war im Wald und hat auch Pilze gesammelt. Was? Na und? Der geht doch öfter durch den Wald, wenn er von der Schule kommt. Das muss doch nichts bedeuten. Das muss nichts bedeuten. Na, hören Sie mal. Bärbel, hast du gehört? Vollmer hat da Pilze gesammelt. Na und? Was heißt na und? Wo ist er denn? Warum versteckt er sich denn? Der versteckt sich doch. Warum tut er das? Gut, lass doch, die Polizei wird schon. Warum? Du hast doch gehört, Bärbel. Vollmer war im Wald, hat da Pilze gesammelt. Die hatte doch auch Pilze, ne? Ah, jetzt nehmen Sie sich Heirich vor. Der war also auch hier. Wollen Sie dem vielleicht einen Mord zutrauen? Warum nicht? Kurt. Ja, was Kurt? Hier ist eine Frage gestellt worden, ob ich Heirich einen Mord zutraue und ich überlege das. Kann man? Ausgeschlossen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man darauf aus ist, den Mörder unter uns zu suchen. Das muss ein Fremder gewesen sein. Aber Sie hören doch, was Sie von der Polizei gesagt haben. Der muss von hier sein. Und warum soll Heirich nicht in Frage kommen? Ich frage nur, wie ist denn der mit Frauen, seit er geschieden ist? Ach so, und da wurden die Kinder Ihnen zugesprungen. Ja, weil die Schuld lag bei ihr. Sie ist mir einfach weggelaufen. Helga, wen haben wir denn jetzt? Lambert. Wieso, war das nichts mit dem? Nein. Aber der Mann da drüben, der hat was ganz Interessantes gesagt. Na, was hat er denn gesagt? Der Mann da drüben, da, der hat gesagt, seit der aus dem Haus da geschieden ist, macht er dauernd ganz komische Sachen. Stellt dauernd allen Frauen nach. Ach, wollen Sie bitte mal herkommen? Ich? Ja. Warum mischst du dich da ein? Was tue ich denn? Du mischst dich ein, statt ins Haus zu gehen. Ich gehe nicht ins Haus. Warum soll ich ins Haus gehen? Lass mich in Ruhe. Du siehst doch, der Kommissar will was von mir. Ja, bitte? Vielleicht ist das nicht wichtig, aber der Heirich, der Lektor da, er ist wie verrückt mit Frauen. Der Mann geht Frauen nach. Er geht in Lokale, Tanzlokale, nur um Frauen ansprechen zu können. So tut er das. Ja, fragen Sie mal, auf welche Weise der das macht. Der belästigt sie. Er geht ihnen einfach nicht aus dem Weg. Der Mann ist, ach, eine fixe Idee ist das. Er geht hier in der Straße rum, klingelt, klopft, fragt nach, was ihm gerade einfällt. Irgendeinen Vorwand hat er immer, nur um mit Frauen sprechen zu können. Fragen Sie doch mal meine Frau. Die wird ihn gar nicht wieder los. Und wenn sie sagt, nun müssen Sie aber gehen, Herr Heirich, wissen Sie, was der sagt? Sie mögen mich wohl nicht, was? Genauso. Kann vielleicht auch sein, dass es der Vollmer ist, weil er ja Pilze gesammelt hat, im Wald war. Das ist vielleicht noch wahrscheinlicher. Ja, ich danke Ihnen jedenfalls herzlich für Ihre Bemühungen. Sie heißen? Kadun. Kurt. Kurt Kadun. Ja. Sag mal, was macht eigentlich der Schorsch Hausmann da? Ja, das sehe ich auch schon die ganze Zeit. Ja, also wen haben wir jetzt? Lambert. Frau Lambert. Ja. Ach, nur ein paar Fragen. Hier? Nein, wo wohnen Sie? Da drüben. Gut, dann gehen wir dahin. Tja, was haben Sie denn da? Kaninchen? Sie lieben Tiere, ja? Ja. Na ja, wenn ich mal pensioniert bin, dann schaffe ich mir vielleicht auch sowas an. Obwohl, ich habe nicht so viel Platz. Vielleicht auch nicht so viel Geduld. Wenn Sie keine haben, dann sehen Sie sich das bloß an. Die sind Menschen. Ja, Sie mögen Ihre Nachbarn nicht, was? Das beruht auf Gegenseitigkeit. Leben Sie allein? Ja, ich... Erwin! Geh weg da! Ist also doch noch jemand im Haus? Mein Sohn.
Warum haben Sie das nicht gesagt? Sie suchen doch jemanden, der für einen Mord in Frage kommt. Mein Sohn ist krank, er ist bettlägerig. Wie alt ist er denn? 18. Und was fehlt ihm? Das weiß man nicht genau. Gliederschmerzen, eine spasmische Lähmung. Eine neurotische Sache, er kann nicht gehen. Aber er stand am Fenster. Auf Krücken. Tag. Tag. Keller. Lambert. Verzeihung, Mutter. Ich war neugierig. Wollte sehen, was da eigentlich passiert ist unten. Polizei, nicht wahr? Ja. Ich hab's mir gedacht. Nicht, dass Sie so aussehen. Wollen Sie sich nicht setzen, bitte? Aber es gibt keine andere Erklärung. Naja. Ich höre Autos, Stimmen, da laufen Leute hin und her. Wenn man wie ich den ganzen Tag im Bett liegt, wissen Sie, dann lernt man unterscheiden, ob es normaler Lärm ist oder nicht. Was ist passiert? Im Wald wurde eine Frau ermordet. Ach ja? Das ist ein Kommissar von der Kriminalpolizei. Man sucht den Täter hier in der Straße. Ja? Endlich passiert mal was in dieser Gegend. Was für eine Frau ist das? Eine junge Frau, die Pilze sammelte. Kennt man sie? Sie heißt Erna Muhring. Und wohnt 2 Kilometer von hier. Die Erna. Sie kennen sie? Und ob ich sie kenne? Mein Gott, die Erna. Sie geht auf Steinpilze immer um diese Zeit. Wir sind mal zusammengegangen. Pilze sammeln. Ich erinnere mich nicht, dass du jemals mit Pilzen nach Hause gekommen bist. Ich habe sie immer ihr gegeben. Ist ein hübsches Mädchen. Erzählen Sie. Ist groß, blond, schlank, Taille sehr eng, ein sehr kurzer Rock, rot. Sie hat wunderbare Beine, aber Frau Stick dahinter. Ich weiß nicht, warum du das erzählst. Ist doch vielleicht wichtig für die Polizei. Ja, das ist wichtig. Sie hatte tatsächlich einen kurzen roten Rock. Heute. Hat sie gerne rote Röcke und weiße Blusen. Hatte sie eine weiße Bluse an? Ja, sie hatte eine weiße Bluse an. Sehen Sie. Chef! Wollen Sie mal sehen? Die Brille des Herrn Vollmer, nehme ich an. Hier hat er sie verloren. Und hier ist auch der Mörder langgelaufen. Hast du das gehört, Hannelore? Jetzt haben wir es. Der Lehrer war es. Der kam mir gleich so komisch vor. Weißt du noch, wie ich gesagt habe, der war es? Naja, jetzt haben wir ihn ja. Ja, langsam, langsam. Aber ich habe ihn noch gesehen. Ja, nur haben Sie ihn nicht erkannt. Jetzt, wo die Brille gefunden wurde, da sagen Sie, der war es. Na, also so leicht geht das nicht. Aber das ist doch ein starkes Indiz, die Brille. Ja, natürlich ist es das. Weiter. Ich bin kein glücklicher Mensch, Herr Kommissar. Wer ist das schon? Ja, ich gebe mir Mühe. Ich habe mir immer Mühe gegeben, aber ich hatte nie Erfolg mit meinen Bemühungen. Was meinen Sie jetzt? Nee, so alles, Herr Kommissar, alles. Die Schule. Ich komme einfach nicht vorwärts. Man übergeht mich. Naja, ich bin kein Typ, den man da oben sehen will. Mich nicht. Nicht mich. Naja, ich habe nicht die Art, die man so braucht. Man mag mich nicht. Ich bin nichts, bin eben nichts, bin einfach nichts. Auch zu Hause bin ich nichts. Naja, jemand, den man nur betrügen kann. Ich bin durch den Wald gegangen. Ich habe mir gedacht, darfst nicht so früh nach Hause kommen. Er ist noch da. Er kommt immer um die Mittagszeit, wenn er ausgeschlafen hat. Wer? Der Kellner von gegenüber. Der Hausmann? Ja. Dann warum nehmen Sie sich den Mann nicht vor? Vornehmen? Was soll ich denn? Soll ich mich prügeln? Das kann ich nicht. Sie sind also nicht nach Hause gegangen, nur weil Sie wussten, dass der Liebhaber Ihrer Frau im Haus war? Ja. Ich traf dann das Mädchen. Sie sammelte Pilze. Und ich sagte dann, oh, wo gibt's denn hier diese schönen Pilze? Und sie sagte, naja, die wachsen doch überall hier. Und dann sagte sie noch, gehen Sie mal da rüber. Und dann hab ich auch Pilze gesammelt. Und das Mädchen? Ging weiter. Die sind nicht zusammengegangen? Nein. Ich
Wäre gerne. Aber dann habe ich mir gedacht, na, das ist auch wieder so jemand, der dich nicht mag. Weiter. Ja, ich habe dann Pilze gesammelt und plötzlich hörte ich rufen. Jemand schrie, bleiben Sie stehen, Sie Schwein. Und ich dachte, na, was ist denn da los? Und dann ging ich da in die Richtung, aus der die Stimmen kamen. Und da sah ich zwei junge Leute durch den Wald laufen. Und dann hab ich sie gesehen. Das Mädchen. Die lag auf dem Boden und war tot. Dieses wunderhübsche Mädchen, das war tot. Und dann hörte ich einen Wagen wegfahren, dann bin ich gerannt. Und dabei haben Sie die Brille verloren? Ja, ja, und ich habe nicht gewagt, sie zu suchen, wenn Sie das verstehen. Jetzt müssen Sie mich verhaften, was? Warum? Sie laufen ja nicht weg, oder? Nein. Also ich würde ihn mitnehmen. Die Brille lag doch praktisch nur ein paar Schritte von der Toten entfernt. Ja, der ist Armband. Sie glauben, was er sagt? Er hat ein paar echte Töne. Aber echte Töne haben sie ja alle, wenn die Fantasie ihnen helfen muss. Na, fassen wir doch mal zusammen, was gegen ihn spricht. Der Mann hat Minderwertigkeitskomplexe. Ja. Niemand mag ihn. Beruflich nicht, privat nicht. Frauen mögen ihn nicht. Seine eigene Frau betrügt ihn. Ja. Und? Na, der Mann hat einen Gefühlsstau, das ist doch klar. Er schleicht im Wald rum, weil er sich nicht nach Hause traut, weil er seine Frau nicht überraschen will. Man muss sich mal vorstellen, was in diesem Mann wirklich vorgeht. Und dann trifft er so ein Mädchen im Wald. Hübsch, aufreizend. Kein Kind von Traurigkeit. Sagen Sie mal, hören Sie hier vielleicht zu? Ja, warum? Weshalb? Nun, lass doch, Walter. Warum sollen Sie denn nicht zuhören? Sie gehen ja voll mal auf. Also. Ja, natürlich. Sind ja schließlich alte Nachbarn, die sich lange kennen. Ja. Ja, wir sprachen gerade über Vollmer und dass der Mann Ärger hatte zu Hause. Ja, ich habe die Überlegung da gehört. Entschuldigen Sie, mitgehört. Dass so ein Mann plötzlich einen Kurzschluss kriegt, das leuchtet doch ein. Ja, aber der Vollmer ist doch eigentlich ein ängstlicher Mensch. Ängsten? Ja, ja, aber wenn so ein Mann gepackt wird von Wut, Enttäuschung und... Ich meine, das heißt doch nichts ängstlich. So ein Mann sieht auf einmal rot. Na, so kommen wir doch nicht weiter. Ja, warum? Man muss sich diese Gedanken machen. Ja, und so ängstlich ist der gar nicht. Na, der ist doch nicht ängstlich, der Vollmer. Na, das ist doch schon eher ein Würstchen. Was? Aber seine Brille hat da gelegen. Das muss man doch berücksichtigen, in Rechnung stellen. Sie hat da gelegen, wo die Tote gelegen hat. Ja, gilt denn das nichts? Gott, nun regen Sie sich mal wieder ab. Verzeihung, aber das ist doch wirklich meine... Wir arbeiten in der Stadt. Man muss sich doch verlassen können, meine ich, dass zu Hause nichts passiert, nicht? Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und das ist der Grund, weswegen mich das... Na, Sie hauen Ihren Nachbar jedenfalls ganz schön in die Pfanne. Wenn da seine Brille gelegen hat? Er hat nicht nur eine Brille gelegen. Wir haben auch einen Ball gefunden. Einen Kinderball. Ball? Was für ein Ball? Ein Kinderball? Er gehört dem Malzka. Dem Schwachsinnigen? Ach nee. Kommt der auch in Frage? Ja, natürlich. Der Malzka, der hat überhaupt kein Gefühl für das, was er tut. Ein kompletter Idiot. Der war im Wald? Sein Ball war im Wald. Der kann es natürlich auch gewesen sein. Weil nämlich, der Junge hat neulich ein kleines Mädchen in einen Baggersee geworfen. Ja, da gibt's eine Menge Geschichten über den. Das kann ich bestätigen. Der ist nicht so harmlos, wie er tut. Bestimmt nicht. Wenn sein Ball im Wald gelegen hat, das wusste ich ja gar nicht. Was? Ball? Ja, der Ball von Ernie Malzka. Ich höre das gerade. Ja, der Junge ist doch gefährlich. Niemand hat was gesagt, weil man will sich nicht einmischen. Die Irene Malzka hängt an dem Jungen. Aber richtig ist das nicht, dass der Ernie sozusagen frei rumläuft. Na, das ist ja eine Wendung. Eine Wendung? Na, ich weiß nicht. Also, ob man da Wendung sagen kann. Na, wir haben ja immerhin noch den Herrn Heirich. Ja, diesen Büchermenschen. Ja. Sie selbst haben doch gesagt, dieser Mann sei Ihnen aufgefallen. Ja, ja. Ja, warten Sie mal. Wir haben es ja hier, genau. Ja, seit er geschieden ist, sagten Sie, sucht er die Nähe von Frauen. Und gerade von denen, die tagsüber allein sind. Ja, ja, tut er. Belästigt sie. Was? Ja, wissen Sie das denn nicht? Ist der Heirich? Ja, natürlich, dieser Mann. Ich weiß es. Hören Sie sich mal um. Fragen Sie doch mal, weshalb seine Frau ihm davongelaufen ist. Ja, wissen Sie es? Was meinen Sie, wie oft diese Frau weinend aus dem Haus gelaufen ist? Ich hab's von meiner Frau. Der Schweinebraten wäre jetzt fertig. Haben die Herrschaften Zeit? Ja, kommen Sie nur endlich her damit. Toni, du weißt das doch auch. Der Heirich. Was der manchmal angestellt hat mit seiner Frau. Hier im Lokal. Ja, ja. Heirich? Was geht's dir auf den Heirich los? Ja, natürlich. Der hat hier mal seiner Frau ein Glas Bier ins Gesicht geschüttet. Ja, ja, das stimmt. Sieht so bescheiden aus, der Mann.
Die ist jetzt rübergezogen zu ihrer Mutter, die Frau Heinrich, nach Sollen. Man kann sie ja mal anrufen. Gib doch mal ein Telefonbuch, Toni. Was der alles angestellt hat mit ihr. Die sagt es. Ja, holen Sie doch mal das Geld. Das muss doch geklärt werden. Und mir gibt's einen Schnaps, Toni. Der Erwin Lambert. Er liegt nicht immer im Bett. Das weiß doch jeder. Sagen Sie mal, Vollmer. Die Krankheit ist doch nur... Das hat er sich doch nur ausgedacht, um seine Mutter zu quälen. Ich bin kein Psychiater, ich weiß nicht warum, aber... Ich habe ihn mal gesehen. Im Wald. Saß da, sah mich an, grinste. Ich sag, was machst du hier? Bist du nicht krank? Er sagte, ich war in Lourdes. Späße, was? Noch ein Schnaps, Toni. Ja, ja, so ist das nämlich. Und noch etwas. Ja. Erwin Lambert kennt das Mädchen. Was? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Der kennt Sie? Er hat mir erzählt, dass er Sie kennt. Und was los ist mit ihr? Dass sie nämlich, ich sag nur seine Worte, dass sie Spaß dran hat. Die konnte mehr als Pilze sammeln. Hat Erwin selber gesagt. Ein Schnaps, Gott. Danke. Was sagen Sie, Herr Kasun? Wo arbeiten Sie eigentlich? Bei Siemens, Datenverarbeitung. Ich möchte gerne etwas fragen. Ja, bitte? Warum bieten Sie mir eigentlich andauernd Mörder an? Was, was, was? Ja, das tun Sie doch. Vollmer zum Beispiel, Jäger. Wenn so ein Mann gepackt wird, von Wut, von Enttäuschung, so ängstlich ist er gar nicht. Seine Brille hat doch da gelegen, da wo die Tote lag. Ja, gilt denn das gar nicht? Wer hat das gesagt? Sie? Entschuldigen Sie, ich muss doch das... Dann boten Sie mir auch noch den Schwachsinnigen an. Ja. Der Junge ist doch gefährlich. Nicht richtig, dass der frei herumläuft. Ja. Sie sagen mich anders, wollten Sie sagen? Nehmen Sie ihn doch. Nehmen Sie ihn noch mit den Jungen. Sie nehmen ihn nicht? Na, da hätte ich ja dann noch den Herrn Heirich. Der Mann sieht ja so bescheiden aus und der belästigt Frauen. Ja, wieso? Das tut er doch. Ich habe doch nichts anderes gesagt. Und dann haben Sie mir noch jemanden angeboten. Erwin Lambert zum Beispiel. Ich habe ihn gesehen. Er saß im Wald, grinste. Ich sag nur seine Worte. Die konnte mehr als Pilze sammeln. Ja, das habe ich gesagt. Na und? Warum haben Sie mir eigentlich so verzweifelt all diese Leute angeboten? Wieso verzweifelt? Verzweifelt, Herr Kadun. Ja, was heißt verzweifelt? Ich weiß nicht, was ein junges Mädchen geht durch den Wald und sammelt Pilze und begegnet seinem Mörder. Der Mörder steht noch gebeugt über der Toten, als er plötzlich einen Wagen ankommen hört, Stimmen hört. Er weiß nicht, was er tun soll. Er versteckt sich erstmal. Aus dem Wagen steigt ein junges Mädchen und sieht die Tote. Ihr folgt ein junger Bursche. Der Mörder ist wie gefangen in einer Falle. Er weiß nicht, hat das junge Mädchen ihn gesehen oder nicht. Er verliert die Nerven und rennt. Der junge Bursche hinterher. Er ruft noch, bleiben Sie stehen, Mensch! Aber der Mörder rennt und rennt wie ein Verrückter durch den Wald, über die Felder, durch die Wiese, direkt auf sein Haus zu. Der Mann sucht einen Ausweg, sucht verzweifelt einen Ausweg. Sie stiegen in ihren Wagen, während der Mörder die Straße entlang lief und plötzlich verschwunden war. Ja. Haben Sie sonst noch jemanden gesehen? Nein. Ja, das heißt doch, eine Frau. Diese Frau da. Sie fragte mich, suchen Sie jemanden? Dann kam ein Auto und da saß eine Frau am Steuer. War es diese Frau? Ja, es war diese Frau. Ach, kommen Sie doch bitte mal zu mir, Frau Kadun. Wo sind Sie denn heute Nachmittag um drei mit Ihrem Wagen hingefahren? Ich hab meinen Mann vom Bahnhof abgeholt. Um drei? Da kam noch gar kein Zug. Ja, ich wollte... Ich dachte, ich wollte... Was dachten Sie, was wollten Sie? Ich wollte einkaufen. Wo? In Giesing. Ach, in Giesing? Ja. Kennt man Sie dort? Ja, natürlich. In welchem Geschäft waren Sie da? Ich war in mehreren Geschäften. Na, umso besser. Dann wird ja irgendjemand bezeugen können, dass Sie heute Nachmittag zwischen drei und vier dort eingekauft haben. Ja. Nehmen Sie mir die Geschäfte. Ja, da war... Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich werde Ihnen sagen, was Sie gemacht haben. Sie haben Ihren Mann nicht von der Bahn abgeholt, sondern Sie haben ihn hingebracht. Und zwar nach Giesing. Damit Ihr Mann schön gemütlich in Giesing einsteigen kann, um hier aussteigen zu können. Also ganz normal, wie jeden Tag. Wieso denn? Meine Frau mich weggebracht, ja wie denn? Ich nehme an, im Kofferraum. Das ist doch Unsinn. So, da stellen Sie mir was für... Ich war... Na, wo waren Sie? Bei Ihrer Firma? Sollen wir nachfragen morgen früh? Ich wäre nie dahinter gekommen, wenn Sie nicht so unglaublich hartnäckig immer versucht hätten, mir andere als Mörder aufzudrängen. Und Sie haben das Mädchen gekannt. Sehr gut sogar, nehme ich an.
Das Mädchen, von dem Erwin Lambert behauptet, sie hätte Spaß daran. Warum haben Sie sie umgebracht? Sie wollte plötzlich nicht mehr. Sie wollte Schluss machen mit mir. Auf einmal, ohne Grund. Da habe ich zugedrückt. Und Ihre Frau? Was für meine Frau? Warum hat Ihre Frau Sie dann gedeckt? Sie hat mich gedeckt. Er hat mich belogen. Seit Jahren geht das so mit diesem Mädchen. Er hat immer behauptet, sie lässt ihn nicht in Ruhe. Sie erpresst ihn, sie macht meinen Skandal. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, er hat eine schreckliche Dummheit gemacht. Und sie hätte ihn angefallen wie ein wildes Tier. Und da habe ich... Aber das wissen Sie ja. Tja, das weiß ich.